Louis, komm schon, kau mit geschlossenem Mund. Entschuldige, Dad, ich vergesse das immer. Ist schon okay. Louis! Entschuldigung. Tja, wenn du nicht auf mich hörst, hörst du ja vielleicht auf... Gemeinhorn! Na, was geht ab, ihr Pupsköpfchen? Tja, Gemeinhorn, Louis kaut immer wieder mit offenem Mund. Und? Ich kaue auch dauernd mit offenem Mund. Hingucken. Hast du dir gerade eine Zecke in den Mund gesteckt? Ja. Igitt. Wisst ihr was, Kinder? Hört einfach nicht auf Gemeinhorn. Was? Warum nicht? Weil du ein Igelpaket bist. Du putzt keine Zähne, du isst kein Stück Gemüse und du gehst niemals duschen. Ekel. Aber deswegen mögen wir ihn doch. Ihm ist es egal, dass er ein Igel ist. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Warum sollte ich mich ändern? Guten Morgen, meine Bärchen. Wer ist das? Na, unsere Mom. Toll. Blah. Dann werde ich eure Mom heiraten. Was? Warte, sie ist doch schon verheiratet. Und interessiert mich das? Würde es, wenn du wüsstest, mit wem sie verheiratet ist. Genau, er ist ein ziemlich cooler Kerl. Nicht so cool wie ich. Hingucken. Hey, Mäuschen, wann heiraten wir zwei Hübschen denn? wie cool. Ich würde sagen, niemals. Ey, 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 check mich erst mal ab. Ist das der Chili-Soße? Das ist süße Chili-Soße. Willst du sie ablecken? Verlockend, aber nein. Du siehst aus, als hättest du nie Zähne geputzt, die Mähne gekämmt oder jemals geduscht. Tja, es war ein Versuch. Und jetzt verziehst du dich am besten. Nein, nicht aufhören. Ich gehe nirgendwo hin, bevor eure Mom und ich kein Paar geworden sind. Hurra! Oh Mann. Wovon hat sie da eigentlich geredet? Zähne? Kämmen? Puschen? Duschen. Voll egal. Zeig mir, wie man das macht. Okay, dann komm mal mit. Geht klar. Echt krass. Warum tue ich mir das an? Das ist Zahnpasta. Soll ich die essen? Nein, damit werden deine Zähne ganz sauber. Was kann denn dieser Knopf hier? Hilfe, Hilfe! Das ist mir zu kalt. Ich erfriere. Au, au, au. Das reicht. Jetzt kriegst du das Korn. Ja, ja. Vielleicht ist Selbstoptimierung einfach nichts für dich. Hör zu, Gemeinhorn. Es gibt niemanden auf der Welt, der Brokkoli essen will. Aber ich schon. Man muss es einfach durchziehen. Aber warum sollte ich es denn tun? Na, weil du Mom heiraten willst. Und sie fährt total auf Brokkoli-Esser ab. Okay, dann mache ich das. Schau Bluey im Disney Channel.